Gut, so viel dazu. Feuer, scheinbar. Also ich kann da drauf springen. Festhalten könnte, wäre es, glaube ich, besser. Mittlerweile klappt es ja einigermaßen gut, diese Passage. Ich frage mich, wie lange ich trotzdem noch dran hängen werde. Sehe ich schon mal nicht gut. Keine Ahnung, was ich jetzt anders gemacht habe. Ich glaube, ich bin das Feuer einfach übersprungen. Noch die Lösung zu sein. So. Ach, ich kann da unten landen. Das ist ein alternativer Ausgang. Ich dachte, ich müsste das da oben schaffen.
Der scheint immer noch sehr explosiv zu sein, alles. Sie hat überlebt. Warte, dich kriege ich. Bleib tot. So leicht wirst du mich und meine Brut nicht los, Lara. Sie jetzt wenigstens tot. Wahrscheinlich steht sie immer wieder auf, oder? Wir müssen Ausgang finden, während sie bewusstlos ist. Ich zumindest vermuten. Und das ist zumindest ein neuer Gang. 3 Uzi-Magazine. Wieder aufgestanden. Nee. Das ist ja jetzt doch tot. Wäre auch zu schön, um dort zu sein. Es scheint auf jeden Fall in die richtige Richtung zu gehen. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie jetzt aufsteht, wenn ich hier rauskomme. Vielleicht auch nicht. Wie weit es noch ist, bis es tatsächlich mal rausgeht, aber so langsam. Ich habe jetzt ihr Monster erledigt, ich habe sie erledigt. Viel können doch jetzt hoffentlich nicht mehr kommen.
erledigte. Okay. Wieso klettere ich jetzt eigentlich die ganze Zeit nach oben? Ich dachte, ich muss eher nach unten die ganze Zeit. Oder weil diese ganze Fallenpassage hat die mich schon so weit nach unten transportiert, dass ich jetzt fast am Ausgang bin. Hier wieder ein Stein. Ich habe für einen Moment wieder so angehört. Schon so einen halben Herzinfarkt wieder gekriegt. Verdammten Steine. Das da sieht ziemlich final aus. Ja, oder? Ich hab's geschafft. Die große Pyramide. Besiegte Gegner 6. Es gab 3 Geheimnisse. The End. Oh yeah. Damit haben wir es tatsächlich geschafft. Das letzte Level war echt nur anstrengend. Nur anstrengend. Okay. Gut. Da haben wir jetzt noch ein paar... Okay, die Quelle von Quartz. Dann gehen wir mal noch ins Training. Oder was haben wir hier sonst noch? Kontrollen, Bildposition, Sound, Spiel. Okay, gehen wir noch ins Training rein. Willkommen bei mir daheim. Lass uns einen kleinen Rundgang machen. Okay. Benutzt das Steuerkreuz, um ins Musikzimmer zu gehen. Ja, das wollte ich mir noch angucken. Es gab zumindest in einem Teil noch ein paar Secrets im Haus zu finden. Deswegen ich das ganz gerne machen wollen würde. Vielleicht ist das also nochmal untersuchen wollen würde. Wenn sie redet, lass ich sie erstmal reden. Okay, dann lass uns ein bisschen herumtoben. Drück die Sprungtaste. Jetzt drück sie nochmal und dann schnell eine der Richtungstasten. Dann springe ich in diese Richtung. Ja, und was ich... halt noch sagen wollte, ist jetzt ja, ich mache jetzt die Credits das Feedback gewissermaßen nochmal hier jetzt. Es ist ein sehr altes Spiel, ich meine, es ist offensichtlich, es war jetzt nicht so lang,
aber es war... Ah, die große Halle. Tut mir leid wegen der Kisten. Ich habe ein paar Sachen eingelagert und weiß nicht, wohin damit. Aber ich habe halt jetzt auch sehr lange nicht gespielt. Sorry, ich bin gerade ein bisschen durcheinander, durch den Wind. Also ich habe jetzt sehr lange gespielt an diesem letzten Level. Das hat halt sehr viel Zeit gefressen und auch allgemein die letzten Level. Dass ich einmal im ersten Level von Atlantis nachgucken musste, hat mich ein bisschen gewurmt. Aber lässt sich nichts machen. Ich meine, ich hätte theoretisch es auch anders machen können. Ich hätte mit Pistolen spielen können. Medikits hatte ich theoretisch genug, selbst nachdem ich so viele benutzt habe. Aber ehrlich gesagt, so, wenn man so bedenkt, wie viele Gegner von diesen komischen Tricks... Lauf auf eine Kiste zu und während du das Steuerkreuz hochgedrückt hältst, drück die Handlungstaste, dann kletter ich rauf. Während dich, ja, die... Ich hatte ja so viele Gegner praktisch dann noch zu besiegt, da ist einiges praktisch, wäre einiges schwierig gewesen sonst noch, wenn ich die Waffen nicht geholt hätte. Und ich meine, eigentlich wollte ich ja die Waffen auch holen. Ich habe dieses eine... Das war mal der Ballsaal, aber ich laufe natürlich nicht überall hin. Wenn ich besonders vorsichtig sein möchte, gehe ich. Halt die G-Taste gedrückt und beweg mich zum weißen Strich. Während du die G-Taste gedrückt... Wenn du dich umsehen willst, halt die C-Taste gedrückt und drück das Steuerkreuz in die gewünschte Blickrichtung. Wenn ein Sprung zu weit für mich ist, kann ich mich an der Kante festklammern, damit ich nicht herunterfalle. Geh zur Kante mit dem weißen Strich, bis ich stehen bleibe. Drück dann die Sprungtaste und gleich danach das Steuerkreuz hoch. Drück jetzt, während ich noch in der Luft bin, die Handlungstaste und halte sie gedrückt. Drück das Steuerkreuz hoch, damit ich hochklettere. Wenn ich Anlauf nehme, bekomme ich so... Geh zur Kante mit dem weißen Strich, bis ich stehen bleibe. Lass dann die G-Taste los und drück das Steuerkreuz kurz hinunter. Jetzt nehme ich Anlauf. Drück das Steuerkreuz hoch und sofort danach die Sprungtaste. Halt die Sprungtaste gedrückt, ich springe erst im letzten Moment. So, das ist ein richtig großer. Leite den Sprung genauso ein, wie eben erklärt. Aber wenn ich in der Luft bin, drückst du die Handlungstaste und hältst sie gedrückt. Dann kann ich mich an die Kante klammern. Toll! Versuch mal hier hochzuklettern. Drück das Steuerkreuz hoch und dann die Handlungstaste. Ich kann hier nicht hochklettern, weil die Lücke zu schmal ist. Wenn du aber das Steuerkreuz nach rechts drückst, hangele ich mich seitlich durch, bis genug Platz zum Hochziehen ist. So, ansonsten... Ja, mal abgesehen davon, dass ich das sehr schwierig fand. Drück das Steuerkreuz nach unten, damit ich rückwärts hinunterspringe. Drück dann sofort die Handlungstaste und halte sie gedrückt, damit ich mich im Fallen an der Kante festklammere. Und ja, abgesehen davon fand ich das Spiel halt, hat halt ordentlich Spaß gemacht, gab einiges zu finden. Es ist ein sehr altes Spiel, also einige Dinge kann ich natürlich drüber wegsehen, dass die noch nicht Lass uns schwimmen gehen. Noch nicht so gut sind. Jetzt wird mir hier Schwimmen erklärt. Mit der Sprungtaste und dem Steuerkreuz steuerst du mich unter Wasser. Ah, Luft. Drück einfach das Steuerkreuz nach vorne, links und rechts, um mich an der Oberfläche zu bewegen. Drück die Sprungtaste, wenn ich noch einmal abtauchen soll. Oder geh zur Kante und drück die Handlungstaste, damit ich aus dem Wasser steige. So, jetzt lege ich erstmal die nassen Sachen ab. Ja, das Training hat einfach geendet.
Das war jetzt eigentlich gar nicht geplant. Ich dachte jetzt eigentlich nicht, dass es dann damit sofort das Ganze zu Ende geht. Ich würde mich noch ein bisschen Willkommen umgucken. Bei mir daheim. Lass uns einen kleinen Rundgang machen. Benutzt das Steuerkreuz, um ins Musikzimmer zu gehen. Ja, gut, jetzt rede ich einfach über sie drüber. Ja, grundsätzlich, wie gesagt, das Musik. Okay, dann lass uns ein bisschen herumtoben. Drück die Sprungtaste. Was das Spiel bisher. Lauf auf eine Kiste zu und während du das Steuerkreuz hochgedrückt hältst, drück die Handlungstaste, dann kletter ich rauf. Ist halt die Tatsache, dass wirklich so gar keine Musik gefühlt existiert. Also kaum kommt Musik manchmal vor. Und wenn sie vorkommt, ist es halt nur mal ganz kurz, um den Moment zu symbolisieren oder sowas. Das war mal der Ballsaal, aber ich benutze ihn als Turnhalle. Wie gefällt sie dir? Dann lass uns mal ein paar Lockerungsübungen machen. Guck mal, da hat sie ein bisschen Geld gelagert. Ja, gut, okay. Also es sieht so aus, als könnte man hier nicht so viel erkunden. Lass uns schwimmen gehen. Mit der Sprungtaste und dem Steuerkreuz steuerst du mich unter Wasser. Scheint doch wirklich so zu sein, dass wenn ich jetzt einmal schwimmen. Also ich kann wohl nicht woanders noch hingehen als hierhin, wie es aussieht. Und wenn ich schwimmen war, dann bin ich sofort nach am Ende. Gut, So, jetzt lege ich erstmal die nassen Sachen ab. Ja, jedenfalls dann. Das war Tomb Raider 1. Ich muss sagen. Ich konnte mich an einiges erinnern. Das Ende, das war komplett für mich noch blind. Ich bin gespannt auf die folgenden Teile, wenn ich sie dann spiele. Aber ich kann jetzt nicht wirklich sagen, dass ich überragt von diesem Spiel bin. Ich meine, es ist sehr alt, wie gesagt. Da ist nicht viel zu erwarten. Und ja, Ich bin gerade so fasziniert von der Demo, sorry. ich habe ehrlich gesagt nicht mehr viel zu sagen. Das Spiel ist, meiner Meinung nach relativ mittelmäßig, aber das ist der erste Teil. Ich habe nicht viel mehr erwartet. Und da ich alles so ziemlich nach der Reihe spiele, ja, ist es halt so. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn es natürlich ein recht kurzes Projekt ist. Für alle Leute, die es interessiert, was als nächstes kommt, ist wahrscheinlich schon entschieden zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr dieses Video seht. Aber für das übernächste Projekt könnt ihr bestimmt noch abstimmen. Kommt auf meinen Discord, Link ist in der Videobeschreibung. Da mache ich jedes Mal, wenn ich das Projekt komplett fertig gerendert und hochgeladen habe, eine neue Abstimmung zum nächsten Projekt. Und das mit den meisten Stimmen kommt dran. Also, ja. Es ist, es liegt in eurer Hand. Wenn ihr es sehen wollt, müsst ihr es wählen. Gut. Das war jedenfalls Tomb Raider. Ich werde es nie richtig aussprechen können. Und ja, ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.